Ei, meine Freunde der Piraten und willkommen zurück zu Let's Play Skylanders Trap Team mit dem Len 16 und dem Drachenwurschen. Ich glaube, wir grüßen heute den Lennert. Und den René. Oh, wo haben wir denn Lebensenergie gerade herbekommen? Hä? Wo haben wir gerade Lebensenergie herbekommen? Da lag ein Stück Pizza, das habe ich aufgenommen. Deswegen gut gemacht. Zurückgewechselt. Wieso schießen sie immer noch auf uns? Das bringt das Blut zum Kochen, was? Würdest du uns mit ein wenig Kanonendeckungsfeuer helfen, Compadre? Kanonendeckungsfeuer. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ja. So entstehen kleine Kanonen. Wenn wir deine geheimen Ninja-Tomatenfähigkeiten haben. Mir gefällt deine Denkweise, Flynn. Hey, vielleicht hast du diese Fähigkeiten auch. Nein! So läuft das. Nicht? Meinst du, der hat die nicht? Oder was sollte das nein heißen? Gib mir Punkte! Also geht doch wieder aufgeholt. Ha. Ah, Gleichstand. Gleichstand mit Len. Schieß auf die Piraten, statt dich von ihnen beschießen zu lassen. Darauf Elementarangriff. Gib mir Deckung. Das darfst du mal machen, Elementarangriff. Yay. Hast du gemacht? Ja. War sehr grün. Ja, hast jetzt auch mehr Punkte. Ja. Wieso nicht? Nein. Jetzt wieder nochmal ein Elementarangriff, das wäre was. Viele. Das reicht doch so. Ja, wir erledigen alle. Boom Blitz! Nein, wir haben einen Edelstein verpasst, wir bekommen keinen Bonus. Bitter. Müssen wir es wohl nochmal machen, das Level noch von vorne anfangen. Hallo! Du schon wieder. Hey, nochmal Himmelstein. Die Geschütze sind für uns, um auf dich zu schießen. Wer immer du bist. Das habe ich noch nicht raus. Aber ich werde es erfahren. Glaub mir. Und in der Zwischenzeit schlage ich eine Revanche für unsere Partie Himmelsteinschmettern von vorhin vor. Das. Diesmal werde ich dich sicher schlagen. Ah ja. Bist du mal? Nee, mach du. Nö, ja. Dann mache ich. Ich habe mir eine zweite Chance wirklich verdient, weißt du? Ja, ja. Du hast dir gar nichts verdient. Schlag ins Gesicht hast du dir verdient. Runde 1. Smokescreen. Oh, aber der ist stark. Oh ja. Der hat... Du hast keinen Spit, doch, du hast ihn. Verschärfen und dann umbringen. Ha! Dr. Clever. Verschaffen. Das war ungefähr das Beste, was man da machen konnte. Ja, ich schätze mal, es ist auch so eine beste Figur. Eine der besten. Achso, von ihm meinst du? Von ihm, ja. Kann schon sein. Auf jeden Fall sind wir das Schaf auch dann gleich los. Oh. Ziemlich clever gemacht, diese Bonusfähigkeiten sind echt gut. Chill Bill. Oh, der hat drei Leben. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Schaden oder Gegner kaputt machen? Das ist die Frage. Krankenstein. Schaden. Erstmal Schaden. Erstmal ordentlich einen drauf hauen. Ja, 4 Runden hast du eh gewonnen. Ja, die beiden da unten können sich jetzt eh ewig battlen. Shrednaut. Aber du bist auch tot dann. Außer du bringst den Wolfgang ins Spiel. Ja, der Wolfgang. Feuerball. Fragen wir, was die Goldfrau noch hat. Die Goldfrau muss ja noch mehr haben, theoretisch. Goldfrau? Ja, die Goldfrau. Ah, du meinst Klee. Sag doch Goldfrau. Kleopatra? Nein. Ja, ich wette, die hat irgendeinen so einen Kleopatra-Namen. So Kleopatra. Sie hat so einen Kleopatra-Namen. Ja, du weißt, was ich meine. Genauso wie Leonardo da Pinci. Da Pinci. Jawohl, ich hab's geschafft, ohne dass einer draufgegangen ist, oder? Ja. Jawohl. Ah, schöner Sieg. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. Das Einzige, was mich noch mehr verblüfft als deine Identität, ist, wie du ständig im Himmelsteinschmettern gewinnst. Aber nächstes Mal! Verlierst du wieder. Finde ich das auch noch raus. Wow. Dieser Abgang, Len. Anticlimactic, nein. Wieso bin ich nicht dabei? Also der war ja leicht zu finden, der legendäre Schatz. Ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Naja, ich dachte auch, es wäre ein Schlüssel, aber es ist der. Geodenschlüssel. Aber jetzt bin ich reich. Aber er ist trotzdem legendär. Ja, wie kommen wir da hoch? Noch gar nicht, oder? Da können wir wahrscheinlich von der anderen Seite rüberspringen. Ja, von rüber springen irgendwie. Ja. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas gibt, hier unten oder so. Wo die Kamera uns keinen Weg gibt. Nee. Siehst du, dann müssen wir dann darüber. Ja.
Bin auf Weg. Es ist schwer darüber zu kommen. Alles kein Problem für uns. Wir müssen in die andere Richtung drehen einfach. Wir hätten einfach in die andere Richtung gehen müssen. Ja, oder wir hätten auch einfach für Blastermind hier den Seherstein holen können. Schlossrätsel Hellseher. Stärker. Was ist mit Blastermind los? Der sieht aus wie Chaos. Ja. Der Bruder von Chaos. Der gute Bruder von Chaos. Der Helm sieht witzig aus, aber sonst sieht er irgendwie eher so... Ja, genau. Genau, das hat's gut beschrieben eigentlich, ja. Ja. Hier gibt's bestimmt noch eine Wir tun jetzt auch so, als ob wir ihn verstehen wie R2-D2. Ja, genau. Was heißt, wie wir tun soll? Den verstehe ich doch. Weiß doch, was der mir versucht zu sagen. Hier ist doch schön. Persephone ist da sogar. Das ist aber toll. So ist es. Goldrausch. Ja, er hat's mal wieder gesagt. Ja. Wow, toll. Bereit für eine Oh, es gibt für dich sogar Verbesserungen. Und zwar zum Kugeln. Halte 4 gedrückt, um eine Supertomate aufzuladen. Lass 4 los, um darauf zu rollen und Gegner umzuhauen. Das klingt doch cool. Zum Kugeln ist der Lennart wieder. Ja. Der Laser des Todessterns wird dich zerstören vorher. Ja, wahrscheinlich. Gemüsepower! Bereit für eine weitere Gemüse. Luft und Liebe. Bummtomaten. Lass Tomaten pflanzen mit einer Zucchini Ist geil, oder? Explosionen explodieren. Mehr Explosionen. Boom! Tomaten. Ja, Boom. Deswegen auch Boom. Abenteuer von Boom Tomaten. Ja. Kapitel 15. Gemüsepower! Ist er größer geworden? Wow. Deine Tomate schwillt an. Alter. Wow, wenn man ein bisschen höher springen könnte, dann könnte man da oben rein. Ist das hier die Zucchini? Explosion? Nein. Nee. Die Zucchini-Explosion ist die Shotgun. Das hier. Ja, genau. Damit kannst du die Tomaten pflanzen, die du irgendwo hingepflanzt hast. Genau, da kannst du die kannst du mit der. Genau, das kannst du machen jetzt. Und die explodieren damit. Ja. Ach, wenn ich dann so drücke, explodieren die da hinten auch? Nee, ich muss die anschießen. Hä? Nee, das ist nicht so gut. Will da hoch. Mann, ich will da hoch. Du musst da andersrum hin. Ja, andersrum. So rum. So rum. Durch das Portal, durch das wir nicht durch können. Ach, Manno. So gemein. Ah, ich glaube, es ist schon... Aber hier, glaube ich, könnte man, wenn man Glück hat und es richtig rumbackt, könnte man vielleicht sogar... Die Ecke, der würde ich ihm zuschauen. Ging das davon nicht? Konnte man die davon nicht platzen lassen? Naja. Na, so Kini-Explosion. In dieser Zone sind Skyline naja. Wasserelements stärker. Boah, müssen wir wieder ganz nach unten. Eine Etage tiefer, bitte. Obere Aufzüge. Jetzt können wir uns ja ganz nach oben rechts schrauben. Rechts geht nichts. Wasser können wir ja sogar. Stimmt! Ja, wir können mal in ein Tor rein. Gott. Ist ja unglaublich. Unglaublich. Wie machen wir das, Len? Unglaublich. Ich weiß es nicht. Trap Master Skylander. Oh, da auch. Lass hochgehen. Wo gehst du dann? Na! Na gut, wir haben es beide verkackt. Gar nicht mal so leicht der Sprung. Was passiert? Okay. Wurde zerquetscht. Wir müssen ein bisschen weiter oben springen. Um da wirklich ranzukommen. Jawohl. Okay, das spritzt es schon sehr. Du benötigst einen Trap, Mann. Ja! Haben wir doch. Wir haben mal wieder. Es ist relativ wenig Wassertore, habe ich das Gefühl. Ja. Ist halt, du kaufst für 15 Euro den Charakter und kannst ihn halt dreimal ungefähr verwenden oder so. Wow, was war das jetzt? Gefühlt. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein Tor, wo wir rein können. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements. Naja, Len. Nicht sofort zum Geschenk. Erstmal hier in der Ruhe die Truhe öffnen. Wow. Zahltag. Komm ich überhaupt nicht ran? Das ist, glaube ich, der Witz an der Sache. Müssen wir irgendwie nach oben. Oh, das Wasser dann. Güte. Das Wasser absteigen lassen. Wirklich. Ne, wir müssen es aufsteigen lassen. Das Geschenk ist aber immer noch höher. Noch höher, Len, noch höher. Ein Rätsel der besonderen Art.
Ja, manchmal muss man ein bisschen verrückt sein. Manchmal muss man einfach nur warten. Ich glaube, wir sind jetzt nach links rum. Auf die andere Plattform darüber kommen wir nicht. Nö. Die ist zu weit weg. Ganz gechillt. So gechillt wie die Musik. Oder wie Chill Bill. Jetzt kommt gleich wieder Wasseraufschub. Ja. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser muss sein. Da ist die Welt voll Sauberkeit. Dann kommt das Geschenk von ganz allein. Ich singe Tag ein und Tag aus. Ein bisschen Wasser muss sein. Kommen wir schon da ganz hoch zu den... Okay, wir kommen da rüber. Ah, und dann kommen wir zu den mittleren. Und von den mittleren kommen wir dann da ganz nach oben. Da. Da hinkommen. Nö. Muss man erst wieder außen rum gehen. Ja. Wasser. So Marsch. Alles so rätselhaft hier. Ja, Wahnsinn. Aber jetzt siehst du diese mal wieder eines von diesen klasse Bonus-Leveln. Ja, das ist schon nicht Das ist schon cool, das ist okay. Das ist schon nicht schlecht. Aber ob es 15 Euro Skylander wert ist. Und eine Mütze. Yay! Ein legendärer Schatz? Ne, ist der Radarhut. Was? Alter. Mütze. Wir haben den Radarhut. Das ist kein Mütze, das ist ein Hut. Mütze. Das hat Geschmack! Oh ja. Oh Gott. Macht aber keine Geräusche, leider. Ach du meine Güte. So. Wir lassen das Wasser wieder. Und jetzt springen wir da vom Brett runter. Für den König! Für Moria. Ja, war ein bisschen, der Aufklatscher unten war ein bisschen unspektakulär. Ja. Ja, sowas wie Schwerkraft haben die da nicht. Ja, hier waren wir schon. Müssen wir den Weg zurückfinden aus dieser Wasserherausforderung. Jetzt geht's zum dritten, vierten, fünften Mal hoch. Ja. Mittlerweile kennen wir den Weg. Aber das ist jetzt das letzte Mal. Hier haben wir jetzt wirklich alles entdeckt. Was wir so entdecken konnten mit unseren momentanen Skylandern. Fallen hier runter. Ah, man muss sogar mit dem weiter, okay. Yep. Okay, okay, das wusste ich nicht. Ach, da geht's tatsächlich weiter auch. Oh, okay. Ja. Ich dachte, da geht's noch höher. Kroko-Krawall. Oh ja. Spür die Macht der... Oh ja. Die Macht des Tintenfisches. Warum liegt da überhaupt Holz auf dem Boden? Sterbt! Männer gerade meine Tomaten. Wow, wow, wow. Bringt nicht sehr viel eigentlich. Nicht den Mörser hier einsetzen gegen uns. Das macht man noch nicht. Kaboom! Kaboom! Die stößt man auch so schön zurück damit. Pass auf, du bist gerade am Sterben. Ich weiß, ich kann nicht mit dem Typen umgehen. Ah, gerade eben hast du wieder einen umgeniedet. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas. Ne, hier war leider nichts mehr drin, ne? Ich hab ja so eine Vermutung. Machst du gut wie keinen Schaden gegen den? Ich hab hier ein Blaubeerproblem, Skylander. Ein Blaubeer. Wieso weiß ich nicht mehr, aber egal. Hilf mir, sie mit dieser Kanone abzuschießen. Natürlich, okay? Natürlich. Vermutlich, weil sie Bären sind und immer blau sind, aber das ist nur so ein. Captain Blaubeer. Okay, jetzt Feuer auf diese Blaubeeren. Der war auch nur. Oh, da oben ist das Ding. Da, jetzt hab ich. Jetzt hab ich auch zu Anfang mal diese Diamanten gesehen. Ja. Hast du ihn getroffen? Ja, ja. Das sind ja drei, die man einsammeln kann. Ja. An den Multiplikator bekommt man dann beide auch. Da ist es. Das zwei, ja, in jeder Runde kommt einer über sie, glaube ich. Ja. Einer von den Blaubeeren. Okay. Nee, einer von den. Naja, von den Bonusdingern halt. Jo. Also jetzt noch nicht. Mal schauen, wo sie ist. Hui. Ah, wir wurden getroffen. Nein. Oh ja, Schneeball des Todes. Wo ist es, wo ist es? Über hier, über hier, ach, wir haben's. Hammer. Hammer locker. Hammer. Du kannst auch einfach gedrückt halten. Ich hab mal schön schnell zum anderen gewechselt. Ah ja, ja, ich weiß, ja, ich vergesse bloß immer. Da ist noch eins, da ist noch eins. Oh. Oh, noch eins. Vierfach. Vier Runden, vier Flügelsaphire. Yay! Diese Blaubeeren tun sowas. Ich weiß wieder, wieso ich sie Blaubeeren nenne. Hab mal einen Piraten namens Blaubart getroffen und seinen Namen falsch verstanden. Egal. Okay. Okay.
eine von den Geschichten, die ich besser nicht erfahren hätte. Aber ich glaube, wir nähern uns hier schon mit rasanten Schritten auf dem. Jetzt kommt der normale, dem Finale. Jetzt kommt der. Also ein drittes Mal schmettern müssen wir doch auf jeden Fall nochmal gegen ihn. Haben wir den unter. Da oben ist er schon. Da ist Hawkmongus. Niemand wagt es, den großen Hawkmongus und seine bunte Bande von Luftpiraten in ihrem schwebenden Minenaußenposten zu stören. Wow, das war ein langer Titel. Außer dir. Aber da es sonst niemand getan hat, weiß ich nicht, wer du bist. Aber eins weiß ich, dass wir dir nicht erlauben, unser Prisma für gute Zwecke einzusetzen. Nur für fiese. Und weil du nicht fies bist, musst du angegriffen werden. Nimm das! Es steht auf sein Schwert. Nimm das, was immer es ist. Bisschen Musik. Bombenstimmung. Oh, wir können dich gerne umbenennen, kein Ding. Oder ich will nicht mehr der Hawkmongus heißen. Oh, oh, Kristall, Bilderkristall. Was machst du? Willst du nicht die Gegner besiegen? Ich mach 600 Schaden. So, weg mit euch. Ah, die kriegen Verstärkung, aber nicht mit uns. Ich stehe falsch rum. Ja, hier dreht alles ein bisschen durch. Ja, die drehen nicht. Der Laser ist ein bisschen ärgerlich da vorne. Wow. War das deine... Ach, du warst das. Das war ich. So schöne Musik dabei das noch. Das war Grenade. Und jetzt? Jetzt bist du dran, hast du auch gesagt. Hör doch mal zu, Len. Ich hab's nicht gesagt. Oder? Aber wie lange kann ich denn da drinnen halten? Okay, bis ich zerlasert werde. Okay, geh ja schon weg. Hilfe. Ich hab ja mächtig schlechte Laune. Boah, hör auf mich mit dem scheiß Kacklaser die ganze Zeit abzulasern. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Na komm. Den erledigen wir doch auch noch. Und den da sowieso. Oh, ich glaube, der Laser ist wieder bereit. Ja. Ausgezeichnet! Kämpfen wir! Himmelstein schmettern! Ne? Okay. Unbekannte Schatten- oder Lichtelement. Wie gesagt, sie sind bereits bestellt, aber es dauert leider, bis sie da sind. Nein. Hast du genau den Moment gewechselt? Was? Hast du gewechselt? Gewechselt? Ich wollte eigentlich wechseln, aber. Ich war die ganze Zeit, du hättest bloß was sagen. Achso, gut. Ist ja egal. Hätte ich was sagen Wir haben ja genügend. Schau, dann wechsle ich halt wieder zurück. So, auf den Kopf von dir. Kann ich ja hier überhaupt. Wo ist er? Da kann ich ihn irgendwie betäuben mit, oder? Kann ich auf den Kopf hauen. Der macht so Schattenangriffe. Ja, ist ja auch ein Ninja. Ist ja auch ein. Ich vermute, er ist vom Schattenelement. Ja. Schattenangriffe. Ich glaube, der hat einen Schatten. Ah! Oh, diesmal mein Hammer auf dem Kopf. Hat der Hammer hier aber ausgeninjert. Tomaten-Ninja, du. Erledigt! Schade, ich würde den Scan schon benutzen. Du hast einen Schurken für einen neuen rätselhaften. Ja. Kennen wir schon. Das Element kennen wir sogar. Wir haben es halt nicht. Leider. Schade. Wir kriegen es aber noch. Ja. Irgendwann, wenn es mal wieder verfügbar ist. Kakao! Wir müssen also nur dieses Licht durch das Prisma schicken, damit es uns den Weg zum supergeheimen Tempel der Golden Queen zeigt? Jep, wenn sie so golden ist, wie alle sagen, dann sollte das reichen. Ui. 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 Da schießen wir wahrscheinlich erstmal unser eigenes Schiff. Nee. So much Laser. Oh, sogar Zwischensequenz. Wurde es gefunden. Ha. Natürlich, sie ist in der goldenen Wüste. Wenn ich so darüber nachdenke, ist es ziemlich offensichtlich. Los, schnell, kehren wir erstmal zur Akademie zurück. Ich muss mal für kleine Mädchen. Man sollte meinen, mein Roboter hätte was dafür, aber nö. Was?
Ja, am Ende haben wir doch noch ein Leben verloren. Spielt richtig Musik. Wie gesagt, vier haben wir nicht gefunden. Schatztruhe haben wir immerhin 3 von 4. Ja, die eine war ja in der... Genau, die war da oben. Grün. Naja, so schlecht waren wir nicht. Hinter dem Lebensportal. Hinter dem Lebensportal, sagt er. Tja, meine Freunde, fallen, auch dieses Video ist bereits vorbei. Wenn es euch gefallen hat, badums, Wortwitz, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem könnt ihr meinen Kanal abonnieren, indem ihr auf den roten Abonnieren-Button drückt. Damit werdet ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen. Wenn ihr bereits zum nächsten Video springen wollt, dann müsst ihr einfach auf das bereits laufende Video klicken. Und wer noch nicht genug hat, der kann natürlich auch mal auf Facebook, auf Twitter oder auf Google Plus vorbeischauen. Dort werde ich ebenfalls mit euch schreiben. Tja, jetzt wäre ich erstmal soweit durch und ihr könnt euch jetzt weise entscheiden. Mit ihr bist vielleicht du gemeint. Du musst jetzt ganz alleine entscheiden. Ganz allein für dich. Was willst du klicken? Also es passiert auch was, wenn du nichts klickst. Ob dir das allerdings so gut gefallen würde, weiß ich nicht. Wenn du nämlich nichts klickst, dann kann es passieren, dass du aus Versehen in so eine Skylanders-Falle eingesperrt wirst. Was? Das erschreckt dich nicht? Ja, dann bin ich jetzt aber auch sprachlos erstmal und dann hast du mal wieder gewonnen. Tja, und weißt du, was du gewonnen hast? Du hast so viele Chompies gewonnen, wie du fangen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den kleinen Mistviechern und wir sehen uns im nächsten Part. Servus!